Wie funktioniert das eigentlich mit dem Augenautofokus und dem Tracking bei neueren Sony-Kameras? Am Start habe ich hier die Sony RX107, nicht mehr ganz so neu. Und wir schauen uns das an zusammen mit Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Du kannst dich zunächst im Automatikmodus an das Ganze rantasten. Das siehst du hier bei Auto. Wir haben jetzt hier diese Figur und du siehst, es wird automatisch auf das Auge fokussiert. Und wir haben außerdem, wenn wir hier auf FN gehen, drin, wichtig, AFC, den kontinuierlichen Autofokus und wir haben das Fokusfeld-Tracking breit. Das heißt, er nimmt eine sehr breiten Bereich, wo er verfolgt. Und wenn ich jetzt hier fokussiere, dann siehst du, er folgt hier schön, springt dann auch immer wieder aufs Auge. Wenn ich hier umdrehe, zurückdrehe, findet er das Auge wieder. Und das geht auch relativ flott. Wie sieht das aus, wenn Tiere mit ins Spiel kommen? Wir sind immer noch im Automodus und jetzt kommt der böse Wolf ins Spiel. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir, dass er ja, hier jetzt das Auge des Tiers erkennt. Und das liegt daran, weil ich auf Menü gegangen bin, hier im AF1 Gesichts-Augen-Autofokus-Einstellungen und die Motiverkennung von Mensch auf Tier umgestellt habe. So, wir haben jetzt also die Erkennung des Auges des Tieres und meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht immer so ganz gut. Je nach Tier natürlich, bei manchen Tieren sieht man auch die Augen natürlich sehr schlecht. Alles, was schwarzes Fell hat zum Beispiel. Aber hier muss man zumindest hier bei der RX107 und auch noch bei vielen anderen Kameras wie die 6100 noch manuell umschalten, welches der beiden Motive man erkennen will. Ich gehe nochmal zurück und schalte hier auf den Mensch zurück. Und jetzt sollte eigentlich, ihr seht, direkt auf das Auge des Rotkäppchens gehen. Das ist also die Tracking- bzw. Augenautofokus-Einstellung für Einsteiger bei den Sony-Kameras. Schaut euch auch das nächste Video an, ebenfalls sehr spannend. Wir sehen uns hoffentlich gleich dort. Vergiss das Abo nicht. Ich freue mich natürlich auch über Likes und Kommentare. Ciao!